So, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Willkommen zurück im Krypto-Café. Legen wir direkt mal los mit der aktuellen Lage auf den Charten. Ja. Also Bitcoin weiterhin in dem Bereich, wie von vor einigen Tagen. Und also der Bereich 40.000, 42.000, denke ich, da werden wir auch definitiv auch noch ein bisschen Kraft brauchen, ja, um den endgültig zu überwinden. Solange der Bereich halt nicht überwunden ist, gehe ich davon aus, dass wir uns trotzdem noch weiter eher seitlich bewegen werden. Bei Ethereum liegt der Bereich etwas höher, so ab 2.800 bis 3.000 etwa in dem Bereich. Ja, das ist auch so ein Widerstandsbereich, wo man sagt, wenn der den überwunden hat, haben wir auf jeden Fall wieder den kompletten Rallye aufgenommen. So, was machen denn die Nachrichten? Ach, genau, die Seite werde ich euch unten verlinken, ist eine ganz informative Seite bezüglich die Messen, so die Furcht, ja, auf den Märkten. Je höher die Furcht ist, ne, desto mehr sind natürlich die Leute eher an der Seitenlinie, statt ne, zu partizipieren. Und wie ihr seht, ja, letzte Woche waren wir halt im Bereich extreme Furcht, ne, 13, ich glaube, wir waren auch mal auf 11 runter. Und aktuell sind wir wieder auf 38, ja. Das heißt, die Stimmung ist besser, definitiv besser geworden. Und hier habt ihr auch nochmal die Grafik, ja, der letzten Jahre von 2018. Und ihr seht insgesamt, immer wenn dieser Index für eine längere Zeit in sehr niedrigen Bereich, so 20 oder unter 20 sich beharrt hat, ne, kam danach so eine Art Relais. Ja. Das heißt, ist kann man durch so als zusätzlichen Indikator dazu nehmen, wenn man möchte. Und ja, jetzt haben wir auch, ne, seit Anfang Mai, 14. Mai, 13. Mai rum, wo der Absturz war, ja, bis jetzt eben letzte Woche, bis vor zwei, drei Tagen noch, waren wir in einem sehr niedrigen Bereich und jetzt sind wir wieder auf einem aufsteigenden Ast. Ja. So, die Nachrichten, ja, also es gibt noch vereinzelt, die habe ich aber explizit weggelassen heute, es gibt wieder Banken, die gesagt haben, ja, dieser Bärenmarkt ist nicht vorbei und die institutionellen Anleger, die haben kein Interesse an Bitcoin und an Krypto und also alles geht so in die Richtung, ja, ihr könnt euch vorstellen. Meiner Meinung nach, das sind das einfach noch die Versuche der Großen, ja, der oberen, ja, 0,1%, dass die einfach die Kleinanleger, ne, die sich unsicher sind, ob sie reingehen sollen oder nicht, abzuschrecken, damit die Großen so viel wie möglich zu günstigen Konditionen aufkaufen können, ja. Und hier seht ihr auch Hedgefonds Expect, ne? Das ist eine Umfrage, ja, das sind die Hedgefonds, die erwarten in 5 Jahren, also bis 2026 müsste es sein, genau, dass 7% der gemanagten Assets auf Krypto umgelagert werden, ja. Und da muss man natürlich auch sehen, dass damit natürlich in erster Linie nur Bitcoin gemeint ist. Die anderen sind aus meiner Sicht für Hedgefonds vor allem nicht wirklich geeignet, weil Hedgefonds, die wollen ja gegen Inflation, gegen Schwankungsrisiko, ja, hedgen deswegen. Ne? Das heißt, die wollen ja Werterhaltung und Wertsteigerung und das sind Sachen wie Ethereum und so, ja, auch wenn ich sehr bullish auf Ethereum bin, eher ungeeignet meiner Meinung nach, weil die haben zwar einen Verwendungszweck, ja, und auch Nutzen, aber deren Hauptdaseinszweck ist ja nicht Werterhaltung, ne? Also da ist ja eher der Job von Bitcoin, der ist sehr langsam, ja, der hat aktuell kein anderes praktisches Nutzen, da wird er auch so an sich, ne, wir betrachten jetzt mal nicht die anderen Lösungen wie Lightning und so weiter, sondern Bitcoin selbst ist ja auch nicht in erster Linie als Zahlungsmittel gedacht, ne, sondern eher als Ersatz für Goldstandard zum Beispiel, ja, also eine Absicherung der Wertanlage auf lange Frist gesehen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Großteil der Hedgefonds, was hier gemeint ist, eben mit Krypto Bitcoin meinen. Ja? Also da werden vielleicht ein paar dabei sein, die auch in anderen größeren Big Caps investieren, wie Ethereum, Cardano und so weiter, aber meiner Meinung nach eher weniger. Ne? Und da seht ihr schon, also wenn ihr einfach mal in die News zurückgeht, ein paar Wochen, ja, während des Absturzes,
Da haben auch genug Leute gesagt, ja, Hedgefonds und so weiter und so fort und auch großen anderen Fonds, die haben kein Interesse an Krypto, die werden sich von Krypto fernhalten. Vor allem, ne, nach dem Absturz da war, haben alle gesagt, ja, Bitcoin ist so volatil, das eignet sich nicht als Anlage und so weiter und so fort. Ja. Und daran könnt ihr sehen, ne? Also es gibt viel Fadmacherei, viel Uncertainty and Doubt, also in Englisch Furcht, Unsicherheit und Zweifel. Und das sind so die Instrumenten, womit man eben ja, Leute, Anleger, Neueinsteiger abschreckt, ja, die sich mit dem Markt nicht auskennen, die nicht wissen, ne, wie der Hase läuft. Und damit eben die Großen die Kurse bestimmen können und auch die Kursen bewegen können. Ne? Nächster Punkt, Paul Tudor Jones. Das kam gestern auch raus, die Nachricht. Ich habe die gesehen, aber ich habe den nicht wirklich betrachtet, weil auch wenn er jetzt als einziger Mann, der ist halt auch ein großer Bitcoin-Fan, ja, schon seit Jahren, aber der ist jetzt nicht kürzlich erst aufgetaucht, sondern ich glaube, vor 4 oder 5 Jahren hat er auch schon mal öffentlich gesagt, dass er 2% des Vermögens in Bitcoin hält. Ja, jetzt hat er natürlich erhöht auf 5%. Und empfiehlt natürlich allen Fundmanager, der ist ja großen Fundmanager, dass die 5% ihres Anlagens in Bitcoin legen. Ja, da hat er irgendwas gesagt, 5% Bitcoin, 5% Commodities, also Waren, ja, und 5% noch irgendwas. Und die restlichen 80%, achso, 5% Cash hat er noch gesagt, und da waren noch irgendwie 80% übrig. Da hat er gesagt, da weiß er sich noch nicht zu entscheiden, wohin die restlichen 80% gehen soll. Und da seht ihr schon, ne? Und da gibt es ja auch, ich glaube, so eine Rechnung oder ein Rechner, was passiert, wenn alle Hedgefonds dieser Welt mit einem Gesamtvermögen von, wie viel weiß ich, 2 oder 3 Stecken Trilliarden Vermögen, ja, wenn die 5% davon in Bitcoin anlegen würden. Und da würde auf jeden Fall der Wert von Bitcoin irgendwie schon verfünffacht, verzehnfacht, irgendwie sowas in der Art. Und da könnt ihr ja selbst ausrechnen, ne, wohin die Kurse letztendlich hingehen werden. Nächster Punkt: Grayscale. Grayscale ist natürlich eine der bekanntesten, ja, und Großanleger oder Großeinkäufer von Bitcoin, ja. Und ja, haben gesagt, die wollen nochmal 2 Milliarden zusätzlich an Bitcoin und anderen Kryptowährungen kaufen. Und hier haben die auch noch eine Liste. Ja, da könnt ihr sehen. Moment, ich glaube, ich habe das hier aufgemacht tatsächlich. Genau. Moment, machen wir ein bisschen größer. Nein, will nicht. Ah, doch, geht. Ja. Nein, geht doch nicht. Komm, wie geht es? Komm, mach's größer. Ah, okay. Also hier auf der rechten Spalte, ne, seht ihr die Day Change, also das heißt die Veränderung am Tag. Und das wurde ja gestern veröffentlicht, 14.06. Ja, und da seht ihr, ne, nochmal 7% zusätzlich die Bitcoin dazugekauft. Also die sind sehr bullish auf Bitcoin, ja. Aber das Interessante ist natürlich, dass die auch Ethereum und Ethereum Classic. Warum Ethereum Classic, kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Aber die haben nochmal 6% auch Ethereum dazugekauft, ja. Stimmt alles sehr bullish, ja, für die Kryptomärkte. Und da fragt man sich natürlich, ne, warum das jetzt ausgerechnet herauskommt, nachdem wir durch diesen tiefen Absturz, der angeblich nur aufgrund von Tesla, ja, der nicht mehr Bitcoin akzeptiert, eingeleitet worden ist, und ob da wirklich was dahinter ist, ne, an diesem großen Absturz von 50% fast, glaube ich. Von 64 waren wir, genau, und tiefster Punkt war ja bei 30, ne, etwa. Oder ob das einfach herbeigeführt durch diese ganzen manipulative und alles zusammen. Okay, das überlasse ich den Zuschauer. Hier, Michael Saylor ist natürlich langjähriger Bitcoin-Bulle, ja, und Maximalist. Und ich finde interessant, das ist ein Interview von ihm, gestern veröffentlicht. Und hier in dem Interview hat er auch was zu Ethereum gesagt. Ja, das heißt, früher kann man sich ein bisschen zurückgucken, da wurden immer gesagt, ja, Bitcoin ist das einzig Wahre. Ja, ist er auch so, ja, steht er immer noch dazu, dass Bitcoin der einzige, der dafür da ist, als Werterhaltung, ne? Store of Value. Ja.
Und alle anderen sind praktisch nur so Spielzeuge, ne, wo man aktuell noch nicht ganz genau weiß, wohin überhaupt die Fahrt geht. Ja, man probiert sich sehr viel aus im DeFi-Space, ja, was alles möglich ist, was man machen kann. Und durch diesen Probierprozess und so, ne, besser probieren statt studieren mäßig, tastet man sich so ein bisschen voran. Ja, das ist halt alles Neuland. Und, aber in diesem Interview hat er tatsächlich auch gesagt, er hat nicht gesagt, dass er vermutet, dass Ethereum einen Platz einnehmen wird, ja, oder was es sein wird, aber er hat gesagt, Ethereum wird wie alles andere im gesamten Kryptomarkt seinen Platz finden. Ja, das heißt, es wird definitiv einen Platz für ihn geben, für Ethereum, aber welcher das ist oder welche Rolle der in 5 Jahren oder 10 Jahren spielen wird, das weiß man nicht. Und so. Ja, aber immerhin, ja, ein Fortschritt. Also ich bin jetzt auch kein Fan, der sagt, ja, alles nur in Bitcoin und nichts anderes, sondern weil ich auch aktiv in dem Space bin ich mir sicher, ja. Aber wenn ich es mal jetzt sagen würde, ich müsste jetzt auf 10 Jahre was investieren, wo ich jetzt in den nächsten 10 Jahren nicht drauf gucke und nicht drauf zugreifen kann, dann würde ich tatsächlich Bitcoin wählen, ja. Aber wenn man aktiv in dem Bereich ist, dann aufteilen, diversifizieren und ja. Nächster Punkt. Also sowas ist genau geht in die gleiche Schublade wie Elon Musk. Ja, ich glaube, alle diese Promis und so, die sehen mich, diese ganzen Crypto, das entwickelt sich so schnell, das hat mittlerweile mehr Aufmerksamkeit und mehr Zuschauer oder mehr Fans und das sieht man ja auch in den YouTube-Kanälen, ne, die sich am schnellsten entwickelten. Und dass die Leute überhaupt keine Ahnung haben, die kommen jetzt dahin und sagen, ja, hier, pass auf, Ethereum Max, ja, Ethereum Max ist das Beste, ja, nicht das Beste, aber die hat halt geschrieben, ja, Ethereum Max ist toll, ja, weil die jetzt die Hälfte der Token, die Admins, ne, also Entwickler, die Gründer selber gehalten haben, verbrannt haben. Das geht genau in die gleichen Schublade wie dieses Shiba Inu, ja. Und ist einfach ein Publicity-Stunt und nicht wirklich mit Substanz. Ja? Und ich würde auch jedem empfehlen, Abstand von sowas zu halten. Klar, man könnte theoretisch, wenn alle, ne, die sich damit nicht auskennen, die sich nur die News oder solchen Promi-Zeitungen lesen und dann plötzlich anfangen, Ethereum Max zu kaufen, ja, dass wenn ihr, ne, direkt am Anfang drin seid, dass ihr da Gewinn macht. Das ist nicht ausgeschlossen, ja, ist auch definitiv möglich. Sieht man ja auch bei Leuten, die für Shiba werben und sagen, ich habe 1000, 10.000, 100.000% gemacht. Ja. Aber auf langfristig definitiv nicht als Investition ansehbar. Und ja, brauchen wir auch nicht weiter Wörter drüber verlieren. So, hier haben wir diese Liste, die gucke ich mir auch ab und zu mal an. Ja, die Top Gainers und Verlierer. Und zwar habe ich das jetzt auf Top 100 der größten Kryptowährung beschränkt. Ja, und ihr seht, die größten drei, also die gestern in den letzten 24 zugelegt haben, sind natürlich die jetzt auf Coinbase gelistet sind. Ne? Ist das jetzt gut oder schlecht, ne, für die Coins? Vor allem, ne, Shiba auf Nummer 1, ja. Und jetzt kommt, das ist die Coinbase-Seite, ja, haben die gesagt, Shiba, Keep und Keep Network und Chili's und da war noch Polkadot, wurden gelauncht, ja. Erstmal ist es natürlich positiv, wenn ein Token allgemein auf eine große Plattform wie Coinbase ist eine der größten in den USA, ja, die sind ja auch mittlerweile auf dem Aktienmarkt und das heißt, man hat mehr Zugriffsmöglichkeiten, ja, die Liquidität ist höher, weil einfach mehr Leute daran teilnehmen können, die vorher zwar keine Lust hatten, selber auf die Blockchain zu gehen oder Wallet sich zu erstellen, ne? Jetzt könnten die einfach wie Binance oder Coinbase sich einfach einen Account erstellen auf so eine Kryptobörse und über die Kryptobörse mit der Coin handeln, ja, auch wenn sie zwar gar nicht selber den Coin halten wollen, das machen zwar die Trader, ja, die wollen die Coins nicht, ne? Die wollen einfach nur den Gewinn einfahren, indem man kauft, verkauft oder verkauft und kauft, ne? Diesen Differenz. Und so gesehen ist erstmal positiv, aber ändert nichts daran, dass diesen Coin, also jetzt, ich spreche von Shiba, ja, an sich kein Nutzen hat, ja. Das ist einfach ein Spekulationsobjekt und warum das jetzt von das Dogecoin als, ne, überholen oder killen sollte oder könnte, ist mir jetzt mal fragwürdig, ja. Und da habe ich auch, ich glaube, vor ein paar Wochen, 3-4 Wochen schon mal ein Video etwas mehr dazu gesagt und ich habe eben auch nochmal über deren Seite überflogen
Und da hat sich überhaupt nichts geändert, ja. Die sind schon seit, keine Ahnung, 3, 4 Wochen dabei, diese angeblichen Shiba-Swap, ja, so ein Exchange, ein eigener Exchange, sein sollte, ja, fertigzustellen. Das heißt, da hat sich nichts getan an der zusätzlichen Audit von, wie heißt die Seite, von Certik, ja, ich glaube, eine der großen, wird auch noch gearbeitet. Ich weiß auch nicht, warum man zusätzlich noch ein Audit reinbringen möchte, ja, weil das Coin hat ja keinen praktischen Nutzen, ja, außer zu spekulieren. Und so gesehen bringt auch ein Audit nicht wirklich viel, ja, außer dass der Code eben nochmal angeguckt wird. Und diese ganzen Aspekte, und das ist das, was mich am meisten stört an so Coins, die jetzt rauskommen, ja, und damit werben. Die betreiben ein extrem aggressives Marketing, ja, dafür, um die Coins zu pushen. Klar, der DeFi-Space ist schon sehr groß, da sind sehr großen Big Player drin und es ist legitimes Mittel, ja, dass man praktisch so extremes Marketing pusht, dass man Leute dafür bezahlt, dass sie Werbung für einen machen, wie dieses Cum Rocket, ja, von Elon Musk durch so symbolischen Sachen gepumpt worden ist, ja. Das könnte man so interpretieren, dass es Cum Rocket wäre, ja. Aber also, das sind Coins. Ja, und dann werben die mit sowas, ja, wir sind ein Community-basierter, jeder Coin ist ein Community-basierter Coin, ja, weil das ist Blockchain, ja. Das basiert darauf, dass die Community, also praktisch Leute, ja, daran teilnehmen. Welcher Coin ist das nicht, ja? Und dann, dass manchmal 50% Vitali schenkt, ja, und das als Werbemaßnahmen für die Legitimität eines Coins benutzt. Die haben das nicht mit Vitali abgesprochen, das hat er in ein Statement veröffentlicht. Ja. Die haben ihm das einfach in ein Wallet geschoben, der, ne, öffentlich bekannt war, seine Wallet-Adresse, und haben dann damit geworben, ja, wir haben Vitali das gegeben und Vitali hält unser Coin. Ne? Also das wäre so, als würde man theoretisch das Konto von Jeff Bezos kennen, ja, oder wie heißt der Präsident, keine Ahnung, ich habe Trump, nee, das war der Ex-Präsident, der vorherige, den Biden, ja, dass man Biden praktisch jetzt 20 Millionen überweist und sagt, hier, der Biden ist auf unserer Seite, ja, also guck, wie toll wir sind, ja, und dann kommt der Biden um die Ecke und sagt, hier, ich will nichts mit dem zu tun haben, zack, weg mit dem Geld. Da kann man sehen, ne? Und für alle, die trotzdem Interesse daran haben, ich habe hier, nee, nicht das hier. Wo war das? Genau, das war hier, genau. Ich habe für euch den Coin, aber nicht fundamental, sondern rein Chart aus technischer Sicht gesehen, ja. Ob der Coin tatsächlich was bringt. Also, wir hatten am Anfang einen riesen Pump, ja, das seht ihr, und dann ist es halt komplett abgestürzt, ja. Und seitdem, also seit etwa 17., 18. Mai, sind wir in diesem Kanal, ja. Und solange der sich in diesem Kanal hier befindet von 1217 und 672, würde ich den aus technischer Sicht, aus rein technischer Sicht, nicht anrühren, ja. Weil das ist einfach nur eine sehr niedrige Seitwärtsbewegung, auch wenn dieser riesen Peak da ist, ja, das ist ja durch den Coinbase Listing. Ja, vor vier Kerzen, also 4 mal 4 Stunden, 16 Stunden, da wurden ja gelistet. Die Volumen werden jetzt ein bisschen höher sein, ja, weil, wie gesagt, jetzt der Zugang ins da ist, aber ja, solange der nicht aus diesem Kanal ausgebrochen ist, besteht kein Bedarf. Ich werde da sowieso nicht drin investieren in sowas, weil das nicht zu meiner Anlagestrategie passt, ja. Dieses langfristige Vermögensaufbau und Erhaltung. Ja, so viel zum Shiba. Haben wir noch was Interessantes? Fox launcht 100 Millionen, 100 Millionen, ja. Nicht 1 Million, nicht 10 Millionen, 100 Millionen Fonds für NFT-Content. NFT ist auch ein großer Markt, der aktuell sehr im Kommen ist oder seit Anfang des Jahres sehr im Gespräch ist, weil da auch viele Auktionshäuser NFT über mehrere Millionen verkauft haben. Ich glaube, das war ein bisschen so ein Bubble am Anfang, ja, der ist ein bisschen geplatzt, aber jetzt kommen langsam die fundamental basierten und auch tatsächlich durchdachten Sachen, ja, und vor allem, wenn eben großen Konzernen dahinter stecken, ist da definitiv Entwicklung drin. Und da ist man hier, da gibt es ein, ich habe es nicht mehr auf, da gibt es ein Projekt, Origin Protocol heißt es.
Das beobachte ich auch schon eine Weile, bin ich nicht drin, aber die sind wie so ein Shopify, ja, für das Internet, wo sich jeder einen eigenen Internetshop, ne, selber aufbauen kann. Die unterstützen das, also die geben praktisch die Ressourcen vor. Du kannst deinen Shop ein bisschen nach eigenen Wunsch modifizieren und kannst damit, geben dir sozusagen die Infrastruktur. Und das war ein sehr interessantes Projekt, das Origin. Ich glaube, das kann tatsächlich auch in der Bärenphase, wenn wir tatsächlich da reingehen sollte von Krypto, sich sehr gut entwickeln. Ja, bin gespannt. Was haben wir hier noch? Genau, das ist auch Theta, habe ich, glaube ich, vor einer Woche in meinem Video auch erwähnt. Theta neben Cosmos, glaube ich. Sind auch zwei sehr aussichtsreiche Kandidaten. Theta ist so ein bisschen wie Amazon Video, Prime oder Netflix und so weiter. Nur, dass Theta eben nicht zentralisiert ist, sondern dezentralisiert ist. Das heißt, die benutzen so ein bisschen dieses P2P, wie früher das Torrent, glaube ich, so in die Richtung, dass jeder praktisch der Theta benutzt und auch als Theta Supporter ja, fungiert, dass du praktisch zum Streaming beiträgst. Weil das Problem bei den großen Plattformen ist natürlich beim Streaming immer dieses Flaschenhals. Ja. Das heißt, du hast an eine Stelle, wo dieser Streaming-Content halt eben eine gewisse Bandbreite erreicht oder ne, nicht mehr durchschreitet. Und wenn praktisch ne, alle Leute jetzt anfangen, 4K zu streamen oder Videos, und da bewegen wir uns ja hin, kommt man nicht drum herum. Ne? Die Kapazität ist einfach an der Grenze. Und das lösten die eben durch dieses Dezentralisierte. Das heißt, jeder praktisch, das heißt theoretisch, wenn jeder Theta benutzen würde, ja, könnte ich zum Beispiel, wenn ich 4K-Video schaue, dass mein Nachbar, der gerade nicht schaut, aber Theta auf seinen Rechner oder auf seinen Box oder was er laufen hat, von ihm aus die Content zu mir rüber streamen. Das heißt, das ist dann, ne, die Strecke ist viel geringer und dadurch, dass eben viele Leute, stellt euch vor, 20 Nachbarn, die um euch herum haben alle Theta, und von denen kommen alle die Content zu dir. Ja? Das heißt, du hast diesen Flaschenhals des Internets nicht mehr, und ja, ist eine Lösung. Müssen wir mal sehen, ob sich das tatsächlich auf langfristige Sicht durchsetzt, aber wenn sowas kommt, ne, 500 Millionen Asset Management dazutreten, ja, sieht man, dass die Daseinsberechtigung da ist. So. Letzter Punkt, wollte ich nochmal Titan Token eingehen. Ihr seht ja, ne, wenn man ein bisschen rauszoomt, was heißt rauszoomt, ja, aber am 24. Mai, also seit deren Launch, haben die einen extremen Sprung nach oben gemacht. Ja, und ich denke, die Zeit ist auch allmählich reif, dass die wieder mal einen Rücksetzer machen. Wir haben hier definitiv viel Spielraum, 55, 50, 45, also das ist alles noch alles im gesunden Bereich. Ja. Und entsprechend sind natürlich auch die Rendite sehr hoch. Da werde ich heute das Video noch fertigstellen. Ich habe eine Zusammenfassung mit einigen Fragen zum Thema Titan. Titan gehört ja zum Iron. Ja, Iron Finance. Und ja, das war's für heute. Mein Name ist G aus dem Krypto-Café. Ich bin weiter bullish beim gesamten Kryptomarkt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag für euch alle. Ja. Ich bedanke mich. Gebt mir ein Like, wenn euch mein Content gefällt, oder ein Abo. Und es gibt täglich neue Content von mir. Das war's. Ciao, ciao.